geht, Infizierten? Infected ist wieder back am Start mit einem neuen Video. Und zwar gibt es heute mal ein kleines Live-Commentary. Wie versprochen, möchte ich heute mal den neuen Modus Lichter Ausland testen. Ich bin mega gespannt, wie das ablaufen wird. Alter, wir gehen heute übrigens rein mit der Razorback. Ich werde das nicht ändern, da ich diese Waffe gerade auf Gold zocke. Und gehen wir hier rein. Vorgestellt, Lichter aus TDM. Ich bin so verdammt gespannt. Let's go, direkt rein in die Lobby. Digga, ich bin so gespannt, wie das ablaufen wird, vor allem mit dem Nachtsichtgerät. Schauen wir mal die Lobby an. Ach, direkt wieder solche Opfer, die diesen neuen Ghost benutzen. Alter, der triggert mich wieder aus der Hölle. Aber gut, was soll man machen? Spielen auf Hackneyard, die neue Map. Und ehrlich gesagt, so dunkel ist das jetzt nicht. Also ich schaue gerade, auf meinem Tablet ist das arschhell. In der Aufnahme wird es wahrscheinlich dunkler sein. Nachtsichtgerät, ersetzt es nicht auf. Wenn ich einmal drauf tippe, ersetzt es direkt nicht auf. Okay, das ist wack. Ah, und ich kann immer noch nicht die Ding öffnen, die Map und so weiter. Drauf geschissen. Gespannt. Oh mein Gott, die Animation ist da. Ist das geil. Okay, das hat schon mal richtig den Modern Warfare Flair, Alter. Alter, Junge, Junge, nice. Was mir aber fehlt ist, die ganzen Lasermarker, die sind gar nicht existent. Oder wurde gefetzt. Digga, ich will gar nicht hier so absolut reinrushen. Ja, fickt euch alle weg, ihr Hunde. Ihr könnt einfach alle nichts. Wenn es hier noch C4 gäbe, Digga, dann wäre, glaube ich, over. Dann wäre richtig over. So, immer hier gefährlich. Junge, Junge, die neue Map gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Da haben wir ein Dröhnchen. Ah! Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe! Gammelt der da oben? Bitte nicht. Oh, der ist ja gerade rausgekommen, okay. Alter, aber ehrlich gesagt, bis jetzt gefällt mir das richtig, richtig gut. Alter, ist der neue Modus fresh. Ja, natürlich gammeln sie jetzt da oben, Alter. Das ist so klar gewesen. Okay, okay. Ja, die Razorback, die klatscht immer noch weg. Ah, und irgendwie kommt es mir so vor, als ob der Support für den Controller nochmal besser gemacht ist. Läuft irgendwie flüssig auf jeden Fall von der Hand ab. Werden wir sehen, wie das weiter abläuft. Alter. Aber ehrlich gesagt, bis jetzt macht mir der Modus wirklich gut Spaß. Also der ist schon, hat schon was, hat echt schon was. War so klar, dass er reinrennt. Ah, Junge. Aber nur auf Hackneyard ist ein bisschen, ich sag mal, langweilig. So, wieder Streaks. Raus, oben sitzt einer. Ah, der will nicht raus. Ja, da wird er halt weggeschockt. So einfach ist das. Ja, komm, Alter. Ich kann den Gegner erreichen. Wahrscheinlich. Zeig mir mal bitte die Killcam. Die möchte ich jetzt mal sehen. Ich weiß nicht. Sah für mich wieder nicht legit aus, weil er instant auf mir drauf war. Aber wirklich dieses andere instant. Aim. Egal, den noch geholt, leider von dem Pierre geholt worden. Aber trotzdem, Junge, bis jetzt gefällt mir der Modus richtig gut. Richtig, richtig nice bis jetzt. Und vor allem die Map, Alter. Endlich mal eine MW-Map, die man wirklich spielen kann, ohne dass gecampt wird, meine Freunde. Sonst ist das ja echt nicht mehr normal mit dem gegammelten Modern Warfare. Ihr kennt. Digga, das ist wirklich der mit beste Battle Pass, den sie je reingebracht haben. Die Modi sind gut und generell alles hier ist einfach gut. Ah, verdammt. Ja, scheiß drauf. Krieg ich eh nicht. Die Muschel versteckt sich doch wieder. Ja, ah, und da fängt es wieder an. Mit ihren scheiß Ding-Nades. Zu spät gehört. Zu spät gehört. Aber trotzdem, ich würde mal sagen, die Runde, die gewinnen wir noch, oder? Kann doch nicht sein, dass wir die hier verkacken. Ja, komm. Scheiß drauf. Dann rush ich lieber auf den hier zu. Zeig mal her wieder die Killcam. Ich finde, bei dem sieht das überhaupt nicht legit aus bei diesem Rain. Also irgendwie weiß der permanent Bescheid. Naja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Beurteilt ihr das mal in den Kommentaren, meine Freunde. Ich hasse sowas. Sowas hasse ich. Das ist wieder so eine richtige... Der Typ sollte sich wieder in MW rein verpissen, weil der wieder anfängt, da oben zu schimmeln. Oder generell, seht euch das an. Der gammelt hier einfach die ganze Zeit in den Ecken, Digga. Such dir bitte ein Leben, du Mist. Finde ich einfach schade, Alter, dass direkt wieder einer drinne sein muss, der richtig diesen MW-Lifestyle sich gönnt und am Gammeln ist. Dreckig. Enemy Shock AC? Okay, okay. Ja, was wollen die machen, Alter? Infected, der hier am Rumskaffen ist, der fetzt natürlich alle weg. Nochmal ein Dröhnchen raus. Sehr schön. Bisschen den Vorteil hier ausbauen.
Ja, seht ihr das? Das ist genau das, was mich abfuckt. Dass alle direkt wieder schimmeln müssen. So, wenn wir jetzt einen noch holen, dann haben wir's. Sollte, denke ich mal, kein Problem sein. Wunderbar. Wolfman hat's gerissen, Alter. Nice. Ehrlich gesagt, nice, Alter. Mir gefällt's richtig mies. Boah, mit HBR 3 schwarzes Gold, Alter. Aber leider die Killkämpfer saut durch dieses Nachtsichtgerät. Man kann die schöne Pracht der Waffe jetzt nicht mehr sehen. Trotzdem geil, Alter. Finde ich nice. Macht echt Bock, der Modus. Und wird mich zumindest mega freuen, mega Spaß machen, die ganzen Punkte bzw. dieses Event da durchzugranken. Numero uno natürlich, Alter. Was erwarten die von einem? Seht euch das an, Alter. Direkt hier voll die Mission fertig machen. Ja, ein bisschen zocken muss ich auf jeden Fall. Der Ballistik-Schild ist auch bald am Start. Was haben wir rausgekriegt? 24,6. Naja, geht besser. Aber dafür, dass ich das erste Mal hier den neuen Modus gespielt habe, ganz stabil. So, kurz hier die Punkte abgrasen. Und ja, ich würde mal sagen, das war die geile Runde. Also meine Meinung zum neuen Modus sieht echt, echt gut aus. Man kann den sich richtig gut gönnen. Lasst euch einfach mal drauf ein. Spielt auf jeden Fall das vorgestellte Event allein, weil ihr Kamarov kriegt. Digga, ich finde den Namen immer noch bescheuert, weil es eigentlich Captain Price ist. Aber okay, so ist nun mal das Leben. Und ja, wie gesagt, spielt auf jeden Fall die vorgestellte Mission fertig. Probiert es aus, gebt dem Modus eine Chance. Und mein erster Eindruck von dem neuen Modus, geil. Generell der erste Eindruck vom Spielen mit Season 12 ist echt, echt gut geworden. Der Controller-Support hat sich meiner Meinung nach gebessert. Was mich aber immer noch abfuckt ist, ihr seht ja die beiden Buttons hier. Naja, keine Ahnung, wie die heißen. Ich sag jetzt einfach mal Start, Select zu PlayStation-like. Beides führt leider ins Menü, wo man die Runde quitten kann. Damals, ich glaube in Season 8 war das noch so, zu Season 9 hat sich das geändert, war es so, dass ein Button das Scoreboard geöffnet hat, wenn man länger drauf gedrückt hat, funktioniert nicht mehr. Und wenn man einmal drauf gedrückt hat, hat sich die Minimap geöffnet bzw. vergrößert. Ich denke, da sollte COD nochmal dran arbeiten und es einfach mal wieder zum Alten bringen. Weil was bringt es mir, zweimal einen Button haben, der das Menü öffnet, damit ich quitten kann. Und wenn ich mein Waffenset ändern möchte, muss ich den Button drücken, dann muss ich B drücken, dann muss ich das Waffenset wählen. Auch ziemlich, ziemlich umständlich. Also, COD, setzt euch mal ran, macht was. Ihr habt wieder gezeigt, dass dieses Update richtig Potenzial hat und man richtig was rausholen kann. Ja, meine Freunde, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr den neuen Modus Lichter ausfindet. Würde mich mega interessieren, dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen dicken Daumen nach oben da lassen, diesen Dreckskanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, viel Spaß und merkt euch eins, für Inkompetenz haben wir keine Zeit.